Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und jetzt versuchen wir mal, und ich hoffe es funktioniert, ja mit dem bioelektrischen Set, was ich schnell auf Gold gemacht habe, ja mal zu kämpfen. Und damit haben wir ja auch noch nicht so oft gekämpft. Wir haben einen sehr hohen Schadenswert, also um genau zu sein, den höchsten, den man erreichen kann. Und ich dachte eigentlich, wenn man die Sets alle auf Gold hat, kriegt man irgendwie, ja, einen Erfolg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch hier die ganzen Sachen auf Gold machen müssen. Keine Ahnung, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir werden aber noch eine Sache machen, bevor wir gegen unseren Liebling kämpfen. Wir werden uns um den Kapitän Robert Brunlett kümmern. Der gibt uns ja nochmal brutale Muskeln. Ich bin gespannt, was die bringen. Aber dafür müssen wir fighten. Gegen, oh, Alter, das Set ist ja noch langsamer. Willst du mich verarschen? Boah, yo, lass dir Zeit, Set. Aber ich will jetzt ungern jetzt hier fighten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier will ich jetzt ungern fighten. Wir gehen wieder hier an die Küste. Ich würde sagen, wir gehen hier wieder an die Küste. Weil ich habe absolut keinen Bock auf so einen Potball. Der muss ja nicht unbedingt nerven. Und ich bin gespannt, was brutale Muskeln jetzt noch bringen. Und ich glaube, wir nähern uns jetzt wirklich von Maneater dem Ende zu. Mehr als drei Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt. Und es gab weit und breit kein einziges Wellness-Hotel. Der Ozean ist eine veränderliche und faszinierende Welt. Ständig im Wandel und immer im Fluss. So bin ich eigentlich schon wieder so überbeleuchtet? Was soll denn das? Ich habe doch eigentlich die automatische Beleuchtung von der Kamera ausgemacht. Na, egal. Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Unfall ist. Der springt ja gar nicht mehr. Der springt ja gar nicht mehr. Aber wir haben ja alles. Wir haben ja alles auf 100%. Ja, ich bin gespannt, wie das Set so ist. Also, die Haifischjagd wurde im alten Fidschi durch ein königliches Dekret verboten. Aber dies ist definitiv nicht das alte Fidschi. Es gibt viel mehr Hotelläden und Kreditgeber. Ja, der Damage ist okay. Aber ihr seht, wir halten halt nicht mehr so viel aus. Genau zu sein, gefühlt irgendwie gar nichts, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das trotzdem irgendwie ein bisschen hin. Hab ich den Jäger jetzt? Ja, ne? Oh, die nerven mir am meisten, ne? Die nerven mir übertrieben. Boah, das Set ist wirklich nicht so zum Fighten gedacht, ne? Nicht gegen die Jäger hier, nicht gegen die Jägerschnitzel. Alter, Damage ist schön, ne? Bringt halt nur nichts, wenn man nichts aushält. Ey, wir müssen uns jetzt schon schnell wieder heilen. Okay, boah, nee. Das Set ist nicht so dolle. Also wie schon gesagt, von Damage her kann man wirklich nicht meckern. Ah, das war's auch wieder. Das ist dann eher, wenn man hier gegen... wenn man hier Predator jagen muss. Ne? Wenn man viel Damage raushauen muss, ist es ganz okay. Aber... ja, wenn die mit dem Maschinengewehren auf sich ballern, ist halt absolut gar nichts aus.
Aber wir werden mal gucken, wie lange wir es mit dem Set hier schaffen. Ne? Ich gebe nie auf. Ich muss mich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass ich halt mit dem Hai fast null hochspringe. Das ist so lächerlich. Das ist ein normaler Mensch. Egal. Das ist gar kein Jäger. Das ist ein Mensch. Mann, der sieht doch hier, dass gerade hier ein Fight ist. Wirklich unfassbar anstrengend, ne? Mit dem Set. Also ich glaube wirklich, das Knochenset, das ist glaube ich das beste Set gegen die Jäger. Das Set hätte ich, ist ganz gut, wenn man jetzt gegen den Potball oder sowas kämpft, ne? Wie gesagt, man macht ja gut Damage an dem Potball. Aber gegen Jäger mit Maschinengewehren ist das Set jetzt nicht unbedingt so der Hammer. Um einen Hai zu erwischen, muss man so schnell wie ein Hai. Mutti. Mutti mag Menschen. Mensch, deshalb heißt sie Mutti Mensch Mutti. Ja, ich komme gerade nie rein, ey. Scheiße. Okay, wir müssen nochmal tauchen. Ach, diese Elitejäger, die nerven am meisten, die Taucher. Ich finde das immer sehr schön, wenn man hier gerade isst, ne? Und das absolut nichts bringt, weil man dann in dem Moment halt die ganze Zeit abgeballert wird. Aber wisst ihr was? Ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr das zum Beispiel. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Das kann ich dann tauschen. Genauso geht das die. Bin halt geil, dass die Menschen hier einfach mit dabei sind, weißt du? Gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack, ne? Könnt ihr euch mal verpissen, bitte? Wir haben hier gerade ein Battle. Das ist eine Battle-Arena hier. Wir battlen. Aua, 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 aua. Mutti, das tut weh. Ich komme auch wirklich nicht dazu, hier um mal richtig Leben zu regenerieren, ne? Weil die scheiße Elite-Taucher wieder am Weg sind, ey. Mann! Das nervt mich
übertrieben. Ja, ich glaube, mehr als die Hälfte schaffen wir hier nicht. Also machbar ist das mit dem Set, ne? Also, ich sag mal, man muss halt extrem viel Geduld mitbringen, extrem viel untertauchen, dass man was isst und sowas. Aber, ja. Alter, geh mir nie auf. Aber ey, immerhin ist von dem Set die Musik ganz cool. Hallo, hier runter von einem Schiff. Mensch, Meier, ich mach das doch hier nicht umsonst kaputt. Das mit den Betäubungsmarkern muss ich auch sagen, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil ich habe jetzt nicht einmal gesehen, dass das Schiff irgendwie betäubt war. Oder die Menschen da drauf. Ich denke mal, mit Betäuben meinen die eher slow. Ne? Dass die eher ein bisschen verlangsamt werden, aber nie richtig betäubt werden. Deshalb kann ich hier quasi wieder keine leben. Oh, Alter, die Jäger. Die Taucher, die sind die schlimmsten, weil ihr kommt dann wirklich nicht dazu, euch zu healen. Komm her. Hammer halt, du bist der Hammer. Das wird nichts mehr. Okay, ist ganz gut, die suchen mich gerade. Das heißt, ich habe mal kurz Zeit, mich hier... Was? Ich bin extra jetzt hier gerade... Alter, ihr seid neben mir, seid ihr bescheuert? Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass wir mit dem Set jetzt Dings schaffen, die Hälfte. Da muss man ja ganz ehrlich sagen. Oh, dein Schiff geht mir echt auf den Sack, ne? Willst du das?
Der macht mir schon wieder... Oh, ja, wie? Du Fickschnitzel. Kannst du mal aufhören, mir Damage zu machen? Vielen Dank. Schön, dass wir darüber reden konnten. Der Auftritt eines hungrigen Hais macht jeden Meerausflug schmackhafter. Hä, wo sind denn die Jäger? Hä, wo sind denn die... Flamingo Joe's wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Das habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden, dass die Jäger keinen Bock mehr hatten, mich zu suchen. Durch die Angriffslust der Haie in Alarmbereitschaft versetzt. Da sind sie wieder. Okay, das war gerade, glaube ich, einfach nur Buggy. Da kam die zweite Welle, ne? Oder die nächste Welle. Na gut, immerhin haben wir jetzt über die Hälfte schon geschafft. Mit dem Set, was ich, muss ich sagen, nie gedacht habe. Aber wie schon gesagt, es ist unfassbar anstrengend mit dem Set. Was zu reißen. Ich habe ja zuerst so den Damage gelobt, ne, aber... Boah, okay. Okay, das ist jetzt, ja, die Jäger werden dann doch ein bisschen brutal langsam. Also was den Damage angeht, ne? Ah, runter, 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 runter! Tauchen! Oh nee, 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 hier! Okay! Jetzt verfolgen. Das kommt gar nicht. Mit dem kommst du gar nicht hinterher, was hier Dings angeht, ne? Ausweichen und sowas. Die verfolgen dich ja so schnell. Also man, mit dem Set ist man unfassbar langsam. Alter, warte. Bin immer auf und Damage zu machen, liebe Jäger. Das ist ja übertrieben, was ihr gerade an Damage hier macht. Dynamitfischen ist verboten. Hallo, das darfst du nicht. Auf damit. Ja, guck mal, haben wir schon mal die 75% voll. Das heißt, naja, noch 2-3. Ich bin gespannt, was brutale Muskeln, was das ist. Weil wir sind ja eigentlich mit allen Passiven, wir haben keinen Platz mehr für eine neue Passive. Und, also entweder, aber wir haben auch keinen Platz mehr für ein Set, also entweder das ist irgendwie so eine Passive, die man nicht anlegen muss, die man einfach dann hat, sozusagen. Wäre natürlich auch cool. Hätte auch was. Schubst mich doch hier nie hin und her. Okay, das war jetzt ein Sprung. Machen die sich eigentlich mit dem Dynamit auch selber Damage? Nee, ja. Voll gemein.
Hey, ich leg fest. Oh, was war das? Hä? Da ist das Boot gerade in dem Moment, ich glaube, immer gegangen. Ich frag mich, ob es gibt doch bestimmt auch noch. Ich bin ja eigentlich so ein Erfolgshunter. Es gibt doch bestimmt Erfolg, wenn man von allen Sachen eine Million gesammelt hat. Okay, eine Million ist vielleicht ein bisschen viel. Obwohl, ja, eine Million könnte schaffbar, ne? Wenn ich mal überlege, die ganzen Sachen, die ich verbessert habe, da hätte ich bei allen Sachen 500.000, ne? Der war... Oh! Hui! Ich wollte gerade sagen, der ist zu groß, aber ich habe den Fisch gebraucht. Dass man beim Essen nicht ausweichen kann, ist echt nervig. Muss ich ja mal... Oh. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich hätte damit nicht gedacht, dass man mit dem Set so weit kommt. Aber wir stellen uns ja gar nicht so doof an, muss man ja auch mal sagen. Kann sich auch mal selber loben. Wenn ich jetzt mal den Typen hier bekomme, dann... Du hast eigentlich nicht gemeint, aber kannst... Ja. Schmeckt trotzdem lecker. Es ist immer so geil, ich heil mich hier wie sonst was. Eine halbe Stunde heile ich mich hier. Jetzt mich wieder hoch und das kriegen wir absolut nicht. Ich habe auch die falschen Passiven dabei, ne? Ich hätte die eine Passive mitnehmen sollen, zum Beispiel wenn wir Gene essen, dass wir mehr Gene bekommen und dass wir uns auch mehr heilen. Bei den Menschen, ne? Die geben mehr Gene. Da hätten wir uns um 30%. Oh, ich hasse das. Nur noch mal ganz kurz. Bobby, hey! Jäger sind die wirklich mit einem Maschinengewehr. Mit einem MG, das sind wirklich die allerschlimmsten. Sprecher, muss mir einen Gefallen, kannst du dein dummes Maul jetzt verhalten. Juckt mich gerade null, was du hier sagst. Ja, ich krieg halt wieder zu viel Damage. Es werden bestimmt wieder hier Elite-Viecher, oder? Nee. Ich dachte, wir hätten hier Elite-Taucher. Aber nee, scheint nicht. Okay, dann komm, mein Gutsdorf. Da ist er doch. Der Frevler der Flotten. Captain Robert Gruntlet. Alter, was hat denn der? Was ist das? Ja.
Mein, das Krasse ist, ich komme halt auch nie wirklich dazu. Okay, nee, es macht mir... Ja, ich kann das Schiff immer mal wieder so ein bisschen andamagen, aber es dauert halt. Normalerweise müsste ich die Kanister zu denen werfen, aber das heißt, ich müsste an der Stelle mal kurz stehen bleiben und das tue ich mir bestimmt nicht an. Haben wir überhaupt schon einen Jäger da von dem Boot geholt? Nee, ne? Ja, wenn wir die Jäger vom Boot holen, ist alles gut. Ah, Elite-Taucher verfolgt sich schon wieder. Komm mal her. Oh, fuck! Okay, den ersten haben wir. Das eine Boot mache ich jetzt absichtlich hier nicht kaputt, weil dann kommen keine neuen Jäger. Alter, mit dem... Oh, weich doch aus, ey. Das ist so anstrengend. Noch anstrengender ist es gerade, dass hier kaum Fische rumschwimmen. Das Schiff steht da. Alter, hey, geht das mal ein bisschen schneller, ne? Wenn man hier die ganze Zeit mit Schatten gespielt hat, ne? Jetzt mit der Kacke hier. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leben. Das heißt, wir können den nächsten Jäger, vielleicht kriegen wir direkt schon den richtigen. Scheiße, das war daneben. Das war auch daneben. Aber, geil, so ein Kanister ist auf dem Boot. Wow. Ey, ich komm... Oh Mann, ich komm da halt nicht ran. Wow. Egal. So können wir es auch machen. Oh, Alter, Fische. Ey, hallo. Okay, wir haben wieder Leben. Weiter geht's. Das falsche Schiff, ne, oder? Welches Schiff ist denn das? Oh, 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 ich komm hier nicht mehr weg. Oh, jetzt. Oh, Alter, was war denn das jetzt? Das Schiff wollte mich nie gehen lassen. Nee, das... Warte mal, der Fisch ist jetzt zu groß. Wenn ich den jetzt gekaut hätte, hätte ich mir eher mehr Damage als alles andere gemacht. Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Aber das Boot ist gleich kaputt, glaube ich. Nicht mehr so viel. Krieg mal hin. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aber geile Musik! Wieso habe ich denn jetzt eigentlich meine Dings aktiviert? Ich weiß es nicht. Nee, du bist nicht so groß, bitte. Okay. Das Schiff hat nicht mal viel. Das haben wir gleich. Nee, das Set gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch nicht so ganz mit den Zählern. Mit den können wir ja auch per Ausweichen Zähler geben, aber ich
scheint wohl ja nie Betäubung zu sein. Das scheint ja wirklich nur zu slowen, ne? Dass man die wirklich nur slowt. Weil ich habe es bis jetzt noch nie wirklich gesehen, dass nur auch betäubte Fische habe ich jetzt bis jetzt auch noch nie wirklich gesehen. Obwohl wir ja auch durch das Ausweichen Zähler draufhauen, aber naja gut. Wir haben's. Das blutrünstige Wesen des Eiweißes provoziert die Bürger von Port Clovis noch mehr. Ich frag mich, um ehrlich zu sein, ob man jetzt einfach Niedertracht weitermachen kann. Komm, ich will das jetzt mal wissen. Wenn man jetzt das Schiff hier. Ob die Niedertracht noch steigt oder ob es jetzt einfach vorbei ist. Nee, okay. Ist vorbei. Ist vorbei, wir können nicht mal in der Niederlage, was echt schade ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen schade. Ich hätte damit schon noch gerechnet, dass man einfach so noch Niederlage sammeln kann. Aber wir können ja auch nochmal hier gucken. Hier sieht man es ja, wir haben ja alles. Ne? Wir sind durch. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir dann wirklich den Endfight. Und dann haben wir das Spiel durch. Dann haben wir das Spiel durch. Ich weiß schon, es kommt, ja, es kommt auf euch ein relativ großes Spiel wieder zu. Ob ich das jetzt dafür mache, muss ich mal überlegen. Weil, weniger als 5% Need for Speed Heat ist ja auch bald durch. Somit gibt es noch unzählige Schätze, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Es kommt auch mal wieder ein Shooter. Es ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Ja, schade, ne? Schade aber auch für die Bullenhaie. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Ja. Ich würde mal sagen, damit haben wir's. Ich will jetzt noch mal ganz kurz wegen brutale Muskeln gucken. Das, was das jetzt ist. Achso, ist hier dabei, doch. Brutale Muskeln, okay. Schwimmgeschwindigkeit und Schaden deines Schwanzflossenschlags. Passive plus 10% maximal Geschwindigkeit, 10% Schaden durch Schwanzflossenschlag. Beschleunigungsbonus, Schwanzflossenschlagkraft. Und Schwimmgeschwindigkeit. Ja, können wir uns gerne mal reinziehen. Und ja, wir sehen uns in der letzten, denke ich mal, letzten nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.